Kaum ein Kind zwischen 3 und 13 Jahren geht auf dem Gehsteig der Osterbeckstraße an dem Gitter entlang, ohne es zu berühren. Mögen Sie nun die obere Sprosse mit der Hand auf ihr entlanggleitend oder mit einem Stock, einem Ball oder gar einer Akten- bzw. Einholetasche Sie berührend erwählt haben, eine Berührung, ein Tasterleben wird gesucht, und zwar, wie es scheint, zwangsläufig. Du musst gucken, wie Kinder in den Räumen sich verhalten. Du musst aber auch gucken, wie Kinder diese Welt umfunktionieren, anders leben, als die eigentlich geplant und gedacht waren. Martha Muchu hat wirklich versucht, die Kinderperspektive sich anzusehen und nachzuvollziehen und hat damit eine Art von Offenheit bewiesen, die ich also für die Zeit ziemlich revolutionär finde. Insofern glaube ich, ist das Buch Der Lebensraum des Großstadtkindes sowas wie ein Urknall gewesen. Und erst danach ist diese Frage, wie sehen Kinder ihre Welt, zum Gegenstand einer Vielzahl von Forschungen gemacht worden. Martha Muchu als ja hoch engagierte Person in dem Bemühen um Etablierung eines demokratischen Bildungswesens in Hamburg war den nationalistischen und antisemitischen Kräften natürlich ein Dorn im Auge. Da hat es ja auch heftige Diffamierungen gegeben, 33, was dann letztendlich dazu geführt hat, dass sie sich umgebracht hat. Heute in meiner eigenen Lehre ist sie eigentlich für mich ein grundlegendes Standardwerk. Zumindest hat sie ein Verständnis gehabt, dass Kind Teil tatsächlich eine eigene Phase ist, dass es in dieser Phase unterschiedliche Phasen gibt. Zweitens, dass Kinder untereinander oder miteinander etwas tun, das würde ich mit dem Begriff Kinderkultur belegen, dass aus der Perspektive eines einzelnen Kindes geguckt, immer die Frage ist sozusagen, was sagen die anderen Kinder zu dem, was ich mache? Dass sie also wirklich erstmal hingegangen ist und sich angeguckt hat, also das, was wir heute als Kinderkulturforschung bezeichnen würden, das gemacht hat, geguckt hat, was machen Kinder miteinander auf der Straße, wie interagieren sie? Das ist für mich das Radikale, hingucken und Kinder auch ja, wahrnehmen, also heute sagen wir als Akteure ihre selbst und so weiter, es war damals keine Begrifflichkeit. Diese Grundidee, dass Kinder eben nicht nur Reizreaktionsdeppen sind, hat man ja mal gesagt, sondern in einem bestimmten Wechselverhältnis mit ihrer Umwelt leben und ein Stück weit eben auch ihre Welt, in der sie leben, umschaffen. Lili, Lili, hier ist Oswald. Hallo, können Sie mal gucken? Nein, ich bin hier. Sie hat dem nachgespürt und versucht, den Sinn, den die Kinder sozusagen ihrer Welt geben, den auch zu verstehen und nachzuvollziehen und nicht den Sinn, den Erwachsene einer kindlichen Welt oder Umgebung geben. Sie betont aus dieser Perspektive so etwas wie die Eigenständigkeit von Kindern? Ja, das Unorthodoxe ist, denke ich, erstmal, dass sie das Kind nicht als zu analysierendes Objekt nimmt, sondern Kinder in ihrer Lebenswelt versucht, ernst zu nehmen. Sie hat eigenständig gedacht. Sie hat diesen Dreierschritt entwickelt und sie hat entwickelt Beobachten von Kindern. Martha Muchu ist ins Feld gegangen und sie hat Kinder mit anderen Augen gesehen. Und dass sie sich in der Methodenvielfalt, also von der Kartografie über Schreiben, über Zeichnung, ja sehr am Rand des klassischen, damals schon beginnenden klassischen Mainstreams bewegt. Diese qualitative Herangehensweise, der Versuch, das Kind nicht als Mengenbegriff zu sehen, sondern als Individuum, fand ich faszinierend. Ich
Was mir so als erstes aufgefallen ist, dass die Kindheit heute stärker gesichert ist, begleitet wird und ganz andere Möglichkeiten hat, sich zu entfalten. Und wenn ich also an die Mucho-Kinder denke oder an den Devin-Film, der scheint mir doch sehr nahe dran auch, die waren teilweise sich selbst überlassen und mussten gucken, wo sie was herkriegen. Damals muss man sich auch überlegen, wie haben die Menschen da gelebt? In Barnbeck, das war ein Arbeiterviertel, begrenzter Wohnraum, viele Kinder. Die hatten vermutlich keine eigenen Kinderzimmer. Es gab, die Kindheit war noch nicht in so einer starken Weise institutionalisiert, wie sie das heute ist. Und da ist für mich Mata Mucho die erste, die diese ganz enge Verzahnung von Raum und sozialer Situation sieht und als unabdingbar auch in ihrer Komplexität begreift und versucht, von unterschiedlichsten Seiten her anzugehen. Ihre Methode war die der Beobachtung, und zwar sehr genauen Beobachtung und ich glaube im Kern die Perspektive auf Kinder, das heißt der Versuch, die Perspektive von Kindern mitzuerfassen. Ein methodischer Zugang, der es genau beobachtet und daraufhin erst interpretiert. Und eine Methode, die das Wechselverhältnis von Welt und Kind im Auge behält und versucht, das, was Kinder ausmacht und wie sie in dieser Welt leben, wie sie die Welt umleben, reflektiert zu beschreiben. Das heißt, mir fällt kein besseres Wort ein, als zu sagen, realistisch zu beschreiben. Das heißt, über die eigenen Projektionen, die in diese Beobachtungsergebnisse hineinfließen, sich auch weitgehend Rechenschaft abzugeben. Dass sie überhaupt erstmal darauf hingewiesen hat in ihren Studien oder herausgefunden hat, dass dieses Lebensraumkonzept mehrgestaltig ist, dass es sowohl darum geht, in dem Fall bezogen auf Zielgruppe Kinder, wie Kinder in einer definierten Umwelt leben, wie sie die Umwelt leben, wie sie die selbst gestalten. Man lebt in einem Raum, man erlebt einen Raum und man lebt einen Raum um. Das sind also verschiedene Facetten, die also ein stärkeres, in dem Fall vom qualitativen Ansatz her meines Erachtens, ein stärkeres Verstehen des Agierens von Kindern in Wechselwirkung mit ihrer Umwelt möglich macht. Sie hat ja auch mit ihrem Ansatz weniger die erklärende Ebene gesucht, sondern die verstehende Ebene. Sie konnte sich sehr gut in Lebenswelten versetzen, sehr gut zuhören und Situationen ganz plastisch skizzieren. Sie dozierte nicht, sie war immer dazwischen. Auf die Welt eines jeden zu achten war ihr wichtig. Die Welt schlechthin galt ihr als Fiktion. So lernte ich auch, immer etwas sehr präzise zu beschreiben, immer vom je einzelnen Kind zu sprechen. Seine Welt, seine Erfahrung galt es zu respektieren. Überhaupt von Erfahrung auszugehen, Erfahrung aufzuspüren, das waren uns damals Selbstverständlichkeiten oder doch ernsthaft verfolgte Ziele. Die Windungen des alltäglichen Lebens, auch während der Forschung mitzumachen, nicht so viel glätten, waren unsere Maxime. Die Vielfalt der Methoden, die sie benutzt hat, das ist einer der spannenden Aspekte, aber das ist für mich noch nicht alles, was die Sache so interessant macht. Sondern interessant macht für mich, dass sie eigentlich, soweit ich das sehe, zum ersten Mal darauf hingewiesen hat, auf die Art und Weise, wie Forscher und Kind aufeinander bezogen sind in dieser Forschung. Das heißt, es gibt nicht eine Subjekt-Objekt-Beziehung. Der Forscher hat bestimmte Dinge, die er nun an das Kind heranträgt und sich Antworten geben lässt. Das Kind wird als Akteur gesehen, das seine Welt bestimmt, aber je deutlicher ich mache, dass das Kind seine Welt bestimmt, desto stärker muss ich auch berücksichtigen die Diskrepanz zwischen mir als Forscher und dem Kind. Das steckt in der Studie von Mata Mucho, in der Art und Weise, wie sie sie anlegt, in den Beschreibungen, dann darüber reflektierend Datenerhebungen zu machen, steckt das drin, aber sie reflektiert dieses Moment noch nicht. Und trotzdem spürt man der Studie an, dass sie darum ringt, sozusagen eine eigene Position zu finden. Wir haben dann in den Seminarräumen die aufgespürten Daten verarbeitet. Wir waren übrigens ziemlich sicher in der Einschätzung der Kinder, was zum Beispiel das Alter betraf. Insgesamt aber wagten wir uns nicht sehr riskant vor. Interpretationen gegenüber waren wir zunächst skeptisch und auf die Unterstützung durch Mata Mucho eingestellt. Sie vermittelte uns psychologischen Blick und psychologisches Verständnis für die wesentlich und qualitativ eigenartige Struktur der Welt der Kinder. Und dein Kind denkt und verarmt und gibt es
jetzt legen wir sie schlafen. Nee, ach, sie hat doch noch nicht gegessen. Ne? Mhm. Hast du noch ihr Kekse? Das, was sie gemacht hat, lief noch nicht unter dem Terminus Ethnographie, aber es hat ganz viel von dem, was ethnografisch ist, also beobachten, genau hingucken, nicht sofort eine Interpretation vornehmen, nicht sofort klassifizieren. Die hier zentrale Methode ist die der teilnehmenden Beobachtung, also zu einer bestimmten Zeit an einem Platz zu gehen und alles aufzuschreiben, was einem dort auffällt, und das versuchen in einen Zusammenhang zu bringen, der das, was Kinder tun, als sinnvoll erscheinen lässt und nicht als defizitär. Sie sucht nach einer Logik des kindlichen Verhaltens. Sie hat ja in Barmbek an verschiedenen Plätzen geforscht, und ein Platz ist dieser Löschplatz, also so ein Platz am Kanal, wo normalerweise die Schiffe ausgeladen werden. Der hat eine Böschung, also einen Fahrtweg, einen Zugang zu den Schiffen und ein Geländer, was zum Hang hin die Sache abtrennt. Und Martha Moro hat beobachtet, wie gehen die Personen, die diesen Löschplatz nutzen, eigentlich damit um, und hat festgestellt, dass wenn man die Erwachsenen anguckt, dann fahren die darunter oder gehen darunter auf der Straße, während wenn man die Kinder anguckt, dann ist deren Nutzungsverhalten sozusagen invers dazu. Also all die Flächen, die für die Erwachsenen eher abgegrenzt sind, wie die Böschung, wie dieses Gitter, was da gestanden hat, das ist für die Kinder der eigentliche Platz, den sie nutzen. Ja, ich war noch nie hier. Ich bin hier zum ersten Mal und ich wundere mich, wie klein das hier ist. Und ist irgendwie viel größer vorgestellt und steiler, weil es ja irgendwie so ist. Ja, aber hier wurden ja die Schiffe ausgeladen. Und diese Fahrstraße runter, die muss einfach so zickzackmäßig gewesen sein, weil es steil war, und die hat dann diese, wo es diese schöne Zeichnung in dem Buch gibt, diese Teile, die Böschung sind, und die Teile, die Straße sind, wo sie ja dann sagt, das ist genau im Grunde invers, was für die Kinder relevant ist und was für die Erwachsenen relevant ist. Und sie beschreibt sehr schön, wie die kleinen Kinder, die ganz kleinen an der Hand der Eltern oder eines Erwachsenen die Treppe hinunterlaufen. Die etwas größeren rutschen auf dem Hintern den Deich runter, und die ganz großen dürfen nicht mehr auf dem Hintern rutschen, die müssen auf den Schuhen rutschen. Und sie beschreibt dann auch sehr plastisch, wie die je nach Alter auf dieses Geländer klettern, da obendrauf souverän sitzen. Und welche Fülle von Verwendungsmöglichkeiten des Gitters es gibt. Schon für das Sitzen bzw. Hocken auf dem Gitter gibt es mehrere Möglichkeiten. Frei sitzend mit baumelnden Beinen oder hocken mit Stütz auf oder hinter eine der Sprossen. Beide Male gilt es, das Gleichgewicht zu bewahren. Und schon der Aufstieg und das nachher nötige Herumwenden gehen vielfach über das Können der Kindergartenkinder hinaus. Ihnen wird dabei von den Größeren geholfen, während die Sechsjährigen das Klettern und Herumdrehen trainieren und es bald können. Eigentliche Balancierübungen wagen nur wenige und zumeist ältere Jungen. Wir sahen nur zweimal 10-jährige Jungen bei diesem Kunststück. Die Fallhöhe nach der Straße beträgt zwar nur etwas über einen Meter, aber zum Platz hin könnte man 3 Meter tief abstürzen. Und das zu riskieren, braucht schon einigen Mut. Beobachtet haben ja Studentengruppen, und ich habe im Buch nicht entnehmen können, dass es bestimmte Hinweise dafür gab, wie diese Studentengruppen sich benehmen oder was die machen oder wo die sich hinsetzen sollten oder sowas. Dann hätte ich mich vielleicht da in die Ecke gestellt, weil ich mir vorstelle, dass man dann sozusagen diesen Weg hochgucken kann und hier reingucken kann. Und dass sozusagen, wenn es hier den Weg hochgeht, also die Böschung hochgeht, dass man es von hier aus ganz gut beobachten kann und selber nicht so gesehen wird. Sie haben sich mitten zwischen die Kinder hineingesetzt. Das würde aber vermutlich damals eher noch als heute die Frage heraufbeschwören, was macht ihr hier? Dass damals deutlich viel mehr Menschen, sowohl Kinder wie Erwachsene, hier gewesen auch sind. Durch den Löschbetrieb. Ne? Mein erster Gedanke war ohne Technik, also weil wir das ja heute viel mit Technik machen. Und ich hätte die Idee, dass sie irgendwo an der Seite gesessen haben und sich Notizen gemacht haben.
Also sie beschreibt, dass sie 3 Methoden angewandt hätten für die Beobachtung, jetzt nicht nur Löschblatt, sondern alle anderen auch. Nämlich einmal, dass sie sowas wie Flashlight heißt das da, also Momentaufnahmen, was haben die Kinder, die man da gerade sieht, gemacht und das festgehalten. Dann eine zweite nennt sie Time Sampling, dass für einen bestimmten Zeitabschnitt genau notiert wird, was machen die in dem Augenblick anwesenden Kinder. Und dann eine dritte Methode ist, das nennt sie dann Dauerbeobachtung, da wird eine Kindergruppe begleitet und beschrieben, was die machen, auch beim Wechsel von Orten. An einer Stelle steht was, wie sie versucht hat, den Studenten den Blick aufs Kind und das, was das Kind aus der Situation macht, nahe zu bringen. Wir saßen auf Plätzen oder hatten bestimmte Erkundungsaufträge, die uns durch den gesamten Stadtteil führten, zumeist als teilnehmende Beobachter. Ich sehe mich noch ganz plastisch auf dem Korwegplatz oder auf dem Löschplatz stehen, die Kinder in ihren Spielen beobachtend. Das Absperrgitter war ein beliebtes Tongerät für sie. Fast das gesamte Spielrepertoire, das Charlotte Bühler ermittelte, wurde durchgeübt. Auch an den Skatspielplatz der Arbeitslosen neben dem Spielplatz erinnere ich mich noch. Und an Kinder, mit denen ich dort ins Gespräch kam. Also Madame Moche beschreibt ja für diesen Spielplatz insbesondere, dass sie hier diese Time-Sampling-Methode angewandt haben. Das heißt, sie haben 3 Stunden lang beobachtet, wer was macht und dann ausgezählt, wie viele Mädchen, wie viele Jungen, an welchen Geräten haben die was gemacht, an den kleinen Kletterbaum, dem großen, im Sand und so weiter. Ich finde es jetzt schon interessant, wenn man so sieht, dass hier so wie diese Häuschen und diese Hüpfeldinger und so weiter, wie die so sehr vorgefertigt sind. Die sind ja überall gleich. Ne? Die könnten jetzt eigentlich überall stehen. Ich weiß nicht, ob das zu Martha Muchos Zeiten auch so war, aber ich finde das interessant, dass die Kinder sich ja selber sehr spezifische Orte gesucht haben, die eben schon auch eine Unverwechselbarkeit hatten. Also wenn diese Kinder, wenn man an diese Kinder am Löschplatz denken. Ich fürchte, dass im Vordergrund Unfallabsicherung steht und rechtliche Versicherungsfragen. Was Kinder lernen, wenn sie die Spielplätze überhaupt nutzen, ist ja genau das Eingefügtsein in das System, das Erwachsene vorgeben. Also Spielplätze, das sieht man ja auch an dem, so hässlich wie es aus meiner Sicht ist, werden sozusagen entsprechend der Konzeption von Erwachsenen über Kinder gebaut. Wir sahen wie ein Holzgitter, das in unserer Erwachsenenwelt unerheblich und nur gleichsam peripher mit darin ist, zum Greif-, Sprung-, Kletter- und Hockding in der Welt des Kindes wird. Oder wir sahen, wie eine in der Erwachsenenwelt völlig unwichtige Fahrbahn für die Kinder zur lustvoll genossenen und zugleich gefürchteten fernen Fremde, für die Vorpubertätsjahre aber ein mit der Atmosphäre kommender Abenteuer und hereingestrahlter Sinnesreize erfüllter Raum ist. Selbst bei dem doch aus der Psychologie der kindlichen Welt heraus erbauten Spielplatz fand diese Umlebung noch statt. Die Fülle der Beispiele deuten alle in die gleiche Richtung. Sie zeigen, wie sich der Lebensraum des Großstadtkindes nicht neben dem der Großstadterwachsenen aufbaut, denn manche Inhalte der Erwachsenenwelt werden auch von den Kindern gelebt, sondern ihn überlagert, besser gesagt, ihn durchwächst. Ich bin ja der Auffassung, diese Dreiteilung könnte durchaus als Schema hilfreich sein, wenn heute junge Leute per Forschung an Dinge herangehen. Um ihnen selbst bewusst zu machen, du musst dir erst einen Überblick selbst verschaffen über die Welt, in der die Kinder, die du beforschen willst, in Gänsefüßchen, eigentlich leben. Was ist das für eine? Die musst du dir selbst klar machen. Und du musst mit verschiedenen Methoden versuchen, nicht nur eine Sicht davon, nur eine Erwachsenensicht, sondern auch Kindersichten dieser Welt zu sammeln und auszuwerten. Die Straße ist ein zweites, gleichsam nach draußen verlegtes Zuhause. Mit Wärme und mit Stolz spricht das Kind daher auch von seiner Straße. Und sie ist mit keiner anderen aus dem Stadtteil, ja, aus der ganzen Stadt zu vergleichen. Dabei hat diese Straße objektiv für den Beobachter keinerlei Besonderheiten oder gar Vorzüge vor anderen voraus. Ja, gerade in unserem Barmbecker Bezirk ist sie auch gewiss nicht schön und liebenswert. Kahle, schmutzig-graue Mietshäuser umsäumen ihren Rand. Baumlos ist sie und eng. Mit Hinterhöfen und Terrassen nur ein schmales Stück des dunstverhangenen Himmels freigebend. Und doch hat sie seine ganze Liebe. Ist sie seine Heimat? Ist sie ein Stück von ihm selbst? Hier hat man seine Freunde. Hier kennt man alle Ecken und Winkel. Hier ist man mit der ganzen Nachbarschaft vertraut. Von hier aus orientiert man sich im Stadtteil. In der Stadt
und im Leben. Das, was Mata Mucho ja gerade nicht machen wollte, nämlich zeigen wollte, oh, das ist ja ganz gefährlich, die armen Kinder auf der Straße, haben wir ja heutzutage sehr, sehr stark. Wir sehen ja öffentliche Räume eher als Räume an, wo Kinder sich nicht aufhalten sollten, entweder weil sie Erwachsene stören oder aber weil sie dort gefährdet seien. Und deswegen findet man eben immer weniger, dass Kinder draußen tatsächlich im städtischen Raum ihre Lebensräume haben. Wir reden ja auch davon, dass Kindheit immer stärker verhäuslicht ist, also Kinder immer mehr wirklich im Haus machen, sich immer stärker verabreden. Die Kinder zu Muchos Zeiten, die haben sich nicht verabredet, die sind vor die Tür gegangen und haben andere Kinder getroffen. Je nachdem, wo man wohnt heutzutage, kann man sich als Kind darauf nicht verlassen, dass man ein anderes Kind draußen findet. Es gab, was für Barmbek damals auch sehr neu war, so ein Kaufhaus, nämlich Warenhaus Karstadt. Und da hat Mata Mucho beobachtet und beschreibt dann ganz anschaulich, eine Sache, die damals war, war, dass man gar nicht also ohne weiteres da reinkam, sondern es gab einen Pförtner, eine Pförtnerloge. Und die Pförtner passten auf und ließen vor allen Dingen keine Kinder, die nicht begleitet waren, rein. Es wird viel Zeit darauf verwendet, die Gelegenheit abzupassen, wann man unbemerkt hindurchschlüpfen kann. Stundenlang umlagern die 7- bis 12-Jährigen die Portale, um einen Augenblick zu erwischen, in dem der Pförtner, abgelenkt oder in Anspruch genommen, in seiner Wachsamkeit erlarmt. Rasch springt man dann zu und gelangt durch die Drehtür ins Innere des Gebäudes. Oder man schreitet mit gespielter Sicherheit auf das Portal zu, rechnet damit, dass der Pförtner gerade nicht hinschaut oder auch nichts unternehmen wird und versucht hindurchzuschlüpfen. Ist aber der Gegner auf dem Posten und fasst den Herankommenden ins Auge, dann biegt man gleichgültig blickend kurz vor dem Portal um und tut so, als wollte man eben nur vorübergehen. Karstadt war für uns alle das Paradies auf Erden. Also da gab's alles zu sehen, obwohl wir nicht alle reinkamen. Kinder waren alleine unerwünscht, nur in Begleitung Erwachsener. Da stand ein Portier. Aber wir dann mittlerweile so schlau, wenn da welche kamen, die keine Kinder hatten. Und da haben wir dann gefragt, ob die uns mit reinnehmen. Und drinnen haben wir uns natürlich getrennt. Aber das war dann alles so auf Schleichwegen. Wenn die uns alleine ertappten, dann wurden wir wieder rausbefördert. Und was haben sie da gemacht? Sie hatten ja wahrscheinlich nicht das Geld, um sich etwas zu kaufen. Nur geguckt. Nur geguckt. Die Rolltreppen waren für uns natürlich eine Seligkeit. Aber die durften wir dann schon gar nicht alleine fahren. Wenn die das denn mitgekriegt haben, dann sind wir gleich. So, bei Schlips und Kragen, raus aus dem Kaufhaus. Also das war früher mal das Warenhaus Karstadt, was man, wenn man die beiden Bilder vergleicht, überhaupt nicht erkennen könnte, weil das damals natürlich total anders aussah. Es war das erste Warenhaus oder eins der ersten Warenhäuser, die überhaupt in Deutschland gebaut wurden. Und es war spektakulär hier für Hamburg, eine echte Sehenswürdigkeit, ist dann aber zerstört worden im Grunde genommen im Zweiten Weltkrieg. Und was man dann gemacht hat, ist dieses Einkaufszentrum, wie es jetzt hier ist, als Hamburger Meile aufgebaut. Das Warenhaus mit den vielen fremden Menschen bildet dafür gerade den geeigneten Spielhintergrund. Während die Kinder in ihrer Straße, ihrem Hof, ihrer Schule immer die wohlbekannten, alters- und leistungsmäßig genau bestimmbaren Kinder bleiben, können sie hier in der nicht bekannten Umgebung sein, was sie wünschen, Damen und Herren. Sowohl von den Jungen wie von den Mädchen wird das Warenhaus in diesem Alter vorwiegend aufgesucht, um diese Wachträume zu verwirklichen. Auch wenn sie in anderer Absicht kommen, bildet sich dennoch dieses Verhalten, als ob man erwachsen sei, fast durchgängig heraus. Sie beschreibt, wie dann ältere Mädchen, also Jugendliche, die Verkäuferinnen auch nutzen, um so Erwachsenenverhalten einzuüben. Also, dass sie dahin gehen und sagen, sie würde gerne eine blaue Vase kaufen. Und die Verkäuferin sagt, hier haben wir blaue Vasen. Nicht so ein Blau. Andere haben wir nicht. Ja, dann möchten wir das nicht. Und dann gehen sie ab. Also die Art und Weise, wie sie das beschreibt, ist so plastisch. Sie romantisiert nicht. Ja, also sie sagt nicht sozusagen diese tollen, kreativen Künder, sondern sie stellt immer dieses Verhältnis von Umwelt und deren Bedingungen und den Methoden, Möglichkeiten der Kinder da, damit umzugehen. Es ist wirklich eine hohe Kunst, wissenschaftliche Erkenntnisse praxisnah zu übersetzen und dann noch auch einen guten Schreibstil zu haben. Und es hat mir einfach
auch ein Stück literarisch Freude gemacht, das zu lesen. Und man kann sich in Bezug auf das, was sie schreibt, vorstellen, was sich da abgespielt hat. Und wenn sie es beschreibt, das finde ich auch eine wunderschöne Stelle, dass kein Kind an dem Zaun vorbeigeht, ohne irgendwie da einen Krach dran zu machen, dann ist das eben so gut beschrieben, dass man sich das gut vorstellen kann. Und es fällt einem ein, dass man das selbst als Kind auch gemacht hat. Öfters konnten wir ältere Jungen beobachten, die zwei oder drei Mädchen, die eingehakt durch die Stockwerke gingen, verfolgten. Angesichts des gefahrvolleren Bodens wagten sie nicht, etwa gegen die Mädchen etwas zu unternehmen, wie sie es wohl auf der Straße getan hätten, sie etwa anzustoßen, zu schubsen oder ähnliches. Es bestand die berechtigte Befürchtung, dass die Mädchen einer Aufsichtsperson Meldung machen und die Herren Jungs schleunigst an die Luft gesetzt werden würden, was eine unausdenkbare Blamage bedeuten würde. So bleibt es dann oft bei anderen Flirtformen. Einfaches Nachsteigen, Herausfordern durch Redensart, Anrufe, gelegentliches Berühren im Gedränge des Publikums. In den Fahrstühlen war ein Fahrstuhlführer drin. Deswegen konntest du ja auch nur ganz schlecht alleine fahren. Sensation, wenn du da rauffahren konntest. Mit irgendwelchen Erwachsenen. Mit Ina war ich ja viel da. Mit Ina und Schrulli. Wir drei dann. Dann haben wir uns für 5 oder 10 Pfennig da oben dann Sauerkraut gekauft. Gab's ja früher noch lose aus der Tonne. Und auf den Treppen da, hinter den Fahrstühlen, da war dann immer so ein Absatz, wo man sich mal hinsetzen konnte. Und da haben wir dann Sauerkraut gegessen. Die Person Martha Muchus ist mir zunächst nicht als Person ins Bewusstsein getreten, wie ich die Lebensraumstudie kennengelernt habe. Da war es der Forschungsansatz, da war es die Lebendigkeit dessen, was man in diesen Forschungen wirklich erleben und sehen konnte, die mich dann fasziniert haben. Wichtig ist vielleicht in diesem Zusammenhang auch zu sehen, dass in dieser Zeit das nicht gerade gewöhnlich war, dass Frauen sich qualifizieren. Diese Frauen wie Martha Mucho oder andere, die hat sehr auch die soziale Frage beschäftigt. Woran sie interessiert war, das ist eine gesellschaftliche Praxis. Sie war als Pädagogin sehr engagiert, aber sie war eben darüber hinaus gesellschaftlich engagiert als Mitglied der Wandervögel und engagierte Mitarbeiterin in dieser Volksheimbewegung. Sie hat sich international engagiert in diesem Weltbund für Erziehung, für Erneuerung der Erziehung, die ja auch dann immer Ansätze gehabt haben, Schule zum Beispiel zu verbessern, vor dem Hintergrund einer anderen Gesellschaft auch. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sich eine junge Frau in dieser Zeit auch sehr stark mit sich selber hat auseinandersetzen müssen, um sozusagen eine Position auch im wissenschaftlichen Kontext sich zu erobern. Ihr praktisches Interesse sah sie darin, Ergebnisse der psychologischen Forschungen für die Verbesserung des Verkehrs mit den Kindern zu verwenden. Einflüsse der Jugendbewegung und Schulreformpädagogik sind bei ihr erkennbar. Tondern, den 1. März 1915. Lebenslauf. Ich, Martha Maria Mucho, Tochter des Zollsekretärs Johannes Mucho und seiner Ehefrau Vera, geborene Korf, wurde am 25. September 1892 zu Hamburg geboren. Seit April 1913 habe ich eine Stellung als wissenschaftliche Lehrerin an der dort von dem Mädchenschulverein e.V. in Tondern unterhaltenen Mathematik- und Physikunterricht erteile mit Realvorschule für Knaben, Unterricht in Erdkunde, Religion. Ich habe mich dem Lehrberuf bisher mit Liebe und Freudigkeit gewidmet und hoffe, meine Stellung voll und ganz ausgefüllt zu haben. Ich bin groß, kräftig, bisher selten krank gewesen und lebe in geordneten Verhältnissen. Martha Mucho. Ansonsten hat sie eine Biografie durchlaufen, die damals nicht unbedingt typisch, aber die eine Möglichkeit für junge Frauen gewesen ist. Sie hat nämlich dieses Oberlyzeum besucht, was gekoppelt gewesen ist offensichtlich an eine Seminarausbildung, sodass sie nach einem Jahr Lehrerin gewesen ist. 1908 konnten die Frauen studieren in Deutschland. Das war ja so der eine wichtige historische Fakt. Und
Und ich habe dann wahrgenommen, dass gerade im Sozialbereich Frauen mehr so in praktischen Berufen tätig waren. Dann hat sie parallel, also zu ihrer Tätigkeit als Lehrerin, sich engagiert, indem sie erstens im Rahmen dieser Vorläuferinstitution der Uni Hamburg schon Seminare besucht hat, sich also weitergebildet hat. Martha Mucho ist ja eine der ersten Studentinnen der Hamburger Universität überhaupt gewesen. Sie ist die erste promovierte Psychologin der Hamburger Universität und sie geht diesen Weg konsequent weiter. Und hat als Lehrerin mitgearbeitet im Grunde an den Arbeiten, die William Stern da durchgeführt hat. Ich denke, darüber ist der Kontakt auch entstanden. Und er hat dann 1920 dafür gesorgt, dass sie befreit wurde, also beurlaubt wurde aus dem Schuldienst und als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter, hieß das, beschäftigt werden konnte. Martha Mucho war eine Frau unter vielen Männern. Also man muss sich das immer wieder klar machen, also inzwischen haben wir mehr Studentinnen als Studenten. Im Lehrkörper ist das immer noch nicht angekommen, da sind immer noch die Männer in der großen Mehrheit. Aber in den 20er Jahren war das ein völlig männerbesetztes Feld. Und da finde ich das vor allem auch sehr spannend und interessant, wie hier eine Frau, die aus der Praxis herauskommt, also aus der Volksschule als Lehrerin, in die Uni hinein, in ein Institut mit Männern, die dort die Wissenschaft betreiben, es verstanden hat, ihre eigenen Ansätze derart zu verwirklichen. Also es gibt ja wirklich genügend wissenschaftliche Karrieren von Frauen, die dann in die Forschungsprojekte der Männer eingespannt wurden, aber nicht wirklich ihre eigene Forschungslinie finden konnten oder gefunden haben und verwirklichen konnten. Also das ist auch ein interessanter Aspekt für die Rezeption, auch für das Institut von William Stern und auch für die Person William Sterns, der eben eine Assistentin in allernächster Nähe hat und sie eben auch fördert. Im psychologischen Laboratorium schienen auch mehrere Frauen gearbeitet zu haben. Trotzdem ist es natürlich so, die Frage von Akademikerinnen, da war sie eine Ausnahmeerscheinung. Ich glaube, sie ist auch mit diesem Impuls nochmal an die Uni zurückgegangen, das eigene Wissen zu erweitern und auch Fragen in die Wissenschaft einzubringen, die sie aus der Praxis mitbrachte. Ab dem Wintersemester 1929-30 war in diesem Gebäude das Psychologische Institut von William Stern untergebracht. Also Martha Mucho, Heinz Werner und andere haben hier gearbeitet. Hier hat Martha Mucho also ihre letzten drei Berufsjahre an der Universität verbracht. Und wenn Stern, Mucho, Kassira und Lasch aus ihren Fenstern guckten, hier aus ihren Büros im Pferdestall, dann sahen sie auf die Bornplatz-Synagoge, die große Hamburger Synagoge mit 1200 Plätzen und dahinter die Talmud-Tora-Schule, die jüdische Schule. Dieses ganze Ensemble, dieser Blick, diese Welt, könnte man sagen, ist zerstört worden. In der Reichspogromnacht ist die Bornplatz-Synagoge stark beschädigt worden und musste dann auf Kosten der jüdischen Gemeinde, das war die typische Perfidie der Nationalsozialisten, abgerissen werden. Dann wurde im Zweiten Weltkrieg der Bunker gebaut und das heißt, wenn man heute aus dem Pferdestall guckt, dann sieht man eigentlich nur den Bunker und kann sich das dahinter gerade vorstellen. Das ist aber die ganze Welt, die früher am Anfang der 30er Jahre hier noch existierte und Alltag war. Dann gibt es so Hinweise darauf, dass sich Menschen, die schon sehr früh verfolgt worden sind im Faschismus, an Martha Mucho um Hilfestellung gewandt haben. Also so Aussagen, dass sie täglich eben mit solchen Menschen konfrontiert worden ist, denen sie dann auch hat versucht zu helfen. Im Frühjahr 1933 sind die Veränderungen an allen deutschen Universitäten und auch in Hamburg sehr schnell, sehr rasant gewesen. Also man kann sagen, aus heutiger Sicht natürlich erschreckend problemlos, in Anführungsstrichen. Also diese Art der Gleichschaltung, die ging in Windeseile in wenigen Monaten. Es ging erkennbar darum, das System Stern abzuwickeln, um es mal so etwas brutal zu formulieren. Als institutionelle Voraussetzung dann dieses infame Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933. Die Reichsregierung hat folgendes Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird. Paragraph 3, Absatz 1. Beamte, die nicht arische Abstammung sind, sind in den Ruhestand zu versetzen. Soweit es sich Paragraph um ihren Beamte handelt, Absatz 1. sind sie aus dem Amtsverhältnis zu entlassen. Beamte, die nach ihrer bisherigen politischen Betätigung nicht die Gewähr dafür bieten,
dass sie jederzeit rückhaltlos für den nationalen Staat eintreten, können aus dem Dienst entlassen werden. Paragraph 17. Der Reichsminister des Innern erlässt im Einvernehmen mit dem Reichsminister Paragraph 18. Finanzen, mit Ablauf der in diesem Gesetze bestimmten Fristen, werden unbeschadet. Berlin, den 7. April 1933. Ich habe hier das Vorlesungsverzeichnis vom Sommersemester 1933, was ja gedruckt war, bevor die Nationalsozialisten an die Regierung kamen. Und hier auf der Seite 100 ist der Eintrag über das Psychologische Institut mit der Adresse Seminargebäude Bornplatz 1 bis 3, zweiter Stock, Direktor Dr. William Stern, wissenschaftlicher Rat Dr. Martha Mucho. Und hier haben wir zum Vergleich den Eintrag für das folgende Semester, das Wintersemester 1933-34. Psychologische Institut unter derselben Adresse, Direktor NN, wissenschaftlicher Rat, also die Stelle, die Martha Mucho innegehabt hatte, NN. Wissenschaftliche Assistenten und Hilfsarbeiter, NN. Und nur ein paar Lehrbeauftragte, darunter auch noch Martha Mucho, aber eben nicht mehr als Beschäftigte des Instituts und Mitglied, sondern nur als Lehrbeauftragte. Als das Semester begann, lebte Martha Mucho bereits nicht mehr. Man kann tatsächlich von einem Versagen der deutschen Universitäten im Frühjahr 1933 sprechen, dass es eben auf diese Entlassungswelle keine andere Reaktion gab, als abzuwarten, passiv zu sein oder eben im Zweifelsfall sogar diese Entlassungen gut zu finden. Entweder tatsächlich, weil es Nationalsozialisten waren oder Antisemiten. Das waren eigentlich am Anfang noch relativ wenige. Aber es gab auch diejenigen, die das also durchaus begrüßten, weil sie ihre eigenen Karrierechancen erhöhten. Hier wurden Stellen frei. Hier taten sich plötzlich Chancen auf, eine Stelle zu bekommen. Es hat im Juli 1933 einen Brief gegeben, insbesondere geschrieben von Hans-Paul Roloff, einem früheren Mitarbeiter in diesem Institut von William Stern, der nun also 1933 seine Stunde gekommen sah. Hamburg, den 10.07.33. Anlässlich der zu erwartenden Neuordnung der Verhältnisse am Psychologischen Institut der Universität erlauben sich die unterzeichnenden langjährigen Mitarbeiter des Instituts, die durch die während der letzten Jahre dort herrschenden Clique von Juden und Judengenossen aus ihren Stellungen verdrängt wurden, einige Unterlagen aus ihrer Erfahrung am Institut während des letzten Jahrzehnts zu liefern. Mit dem Amtsantritt von Professor Stern setzte erst langsam, dann immer stärker, eine völlige Verjudung des Instituts ein. Deutschgesinnte Mitarbeiter wurden durch rassenreine Juden oder durch Judengenossen ersetzt. Drittens, Fräulein Dr. Mucho, die engste Vertraute von Professor Stern, die ihn auch heute täglich besucht und mit ihm Pläne ausarbeitet, ist die gefährlichste von allen. Die ganze Psychologie an der Hamburgischen Universität liegt also heute in der Hand eines wissenschaftlich gänzlich bedeutungslosen Judengenossen, einer marxistisch eingestellten Demokratin, Fräulein Dr. Mucho, deren ganzes Lebenswerk auf Bekämpfung der jetzt siegreichen Ideen eingestellt war. Ein bei der Bedeutung der Psychologie für die nationalsozialistische Erziehung des deutschen Volkes völlig unhaltbarer Zustand. Dr. Roloff, Dr. Krüger, Dr. Bonte. Sie war ja in der Situation, dass sie im April 1933, nachdem dieses Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums erlassen wurde, kommissarische Leiterin des Hamburger Psychologischen Institutes geworden ist, weil der bisherige Leiter William Stern aufgrund seiner jüdischen Herkunft ja einfach entlassen wurde. Für Martha Mucho, die ungeheuer intensiv in diesem Institut gearbeitet hat, die eine sehr enge Mitarbeiterin von William Stern war, die aber auch ihre eigenen Projekte hatte, deren Welt das war, dass eine solche Person nun mitbekommt, das geht alles unter. Dass da verschiedene Punkte zusammengekommen sind. Natürlich der Tod der Mutter, die ihr sehr viel bedeutet hat. Diese Perspektivlosigkeit und, glaube ich, wirklich auch das Herausbrechen der Arbeit, die ja offensichtlich, sie wollte sich ja auch habilitieren über das Thema, die offensichtlich ein wesentlicher Identitätsbestandteil von Martha Mucho in ihrer wissenschaftlichen Identität war.
Und das alles hat man ihr genommen und nicht nur genommen, sondern eben noch draufgesattelt die Diffamierung. Ich glaube, dass sie damit an die Grenzen gelangt ist. Also, dass da etwas passiert, was man nicht mehr aushalten kann, wenn man ein bestimmtes Wertesystem verfolgt. Und das hat sie dann wochenlang hautnah mitbekommen. Ihr kam, weil sie Arierin war, die Aufgabe zu, dieses Institut praktisch ja nicht zu überführen, das kann man nicht sagen, sondern also die ganze Forschung abzubrechen und es abzuwickeln, würde man heute sagen. Und das hat sie nicht, sie sollte zurück in die Schule und das hat sie wohl nicht überlebt und hat sich selber getötet. Nach dem erzwungenen Weggang William Sterns sah sich meine Schwester vielfachen persönlichen Verleumdungen ausgesetzt. Die Diffamierungen zielten auf ihre Mitarbeit am jüdischen Institut, wo doch alles verschwägert und versippt sei. Als ich in einer Unterredung mit dem neuen nationalsozialistischen Institutsdirektor Deuchler diese Verleumdung und deren mögliche Quellen ansprach, tat dieser Herr ganz unwissend. Nachdem meine Schwester das Institut an Deuchler übergeben hatte, hat sie ganz schnell gehandelt. Wir erhielten noch einen Anruf von Professor Stern. Im letzten Gespräch, das er mit meiner Schwester geführt hat, hatte sie bereits Andeutungen in dieser Richtung gemacht. Als wir zu ihrer Wohnung fuhren und schließlich die Tür aufbrechen ließen, lag sie zusammengebrochen beim Gasherd und hatte sich die Pulsadern aufgeschnitten. Es hat bis in die zweite Hälfte der 40er Jahre, also mehrere Jahre noch nach dem Dritten Reich, in Hamburg keine ernstzunehmende Psychologie als Wissenschaft an der Universität gegeben. Was man dann weiß, ist, dass das Psychologische Institut irgendwann auch hier auf den von Mellepark, also auf den Campus gezogen ist. Und dabei, das hat Jürgen Zinnecker damals rausgefunden, dabei müssen Reste von Materialien, Büchern, also Dinge, die von ihr noch da gewesen sein könnten, ganz einfach auf den Müll geschmissen worden sein. Also insofern einmal hat man sich offensichtlich nach dem Faschismus nicht darum bemüht, irgendwas wiederherzustellen, was in der Zeit des Faschismus vernichtet worden ist. Und dann hat man noch eins draufgesetzt, indem man die Sachen, die vielleicht noch da gewesen sind, ganz einfach vernichtet hat. Eine der ersten Entdeckungen, die wir machten, als wir an die Arbeit gingen, war, dass die Universität Hamburg in den 70er Jahren ihr Archiv an das Staatsarchiv abgegeben hatte, sich also selbst eine Amnesie verordnet hat. Ich habe auch den Eindruck, dass die Psychologie selber bisher nach wie vor keine Aufarbeitung betreibt. Also sie hat natürlich zugestimmt der Benennung der Bibliothek, da waren die Vertreterinnen und Vertreter im Fakultätsrat auch voll dafür. Aber die hatten 100-Jahr-Feier in diesem Jahr und mit keinem Wort ist sie da überhaupt erwähnt worden bei diesen Feierlichkeiten.